Ja, willkommen zurück zur Scheune des Todes. Wir sind gerade mit Chris in so ein Haus marschiert, weil wir vermuten, dass Ashley, die verschleppt worden ist, sich darin befindet. Und es sieht alles sehr, sehr ungemütlich und nach dem typischen Waldschlechter aus. Ja. Da hängen irgendwelche Sachen an der Decke, an irgendwelchen Haken. Natürlich. Die Tür ist noch zu, aber klar. Ja, da hängen Tiere. So. So eine Hütte, in die kein Mensch freiwillig reingehen würde. Aber gut, wir gehen ja auch nicht freiwillig rein. Insofern ist es... Da hängt schon mal eine, ist so eine Katze da. Ja, und überall ist das Dach kaputt oder Fenster auf oder was weiß ich, Tür offen. Diese Karte ist... Da müsste man sich doch eigentlich den Arsch abfrieren. Diese Hütte ist auf keiner Karte verzeichnet. Sie ist gebaut worden auf einen der 7 Tore. Aber ich liebe diese Geschichten. Man muss sie nur überzeugend verfilmen. Da ist nichts. Da. Da hat eine Saw gesehen. Ja. Ach komm. Ich hoffe, du machst dir schon Gedanken. Ja. Ich habe eigentlich meine Entscheidung sogar. Please, everyone calm down. It's all very simple. Christopher, you will find a lever placed directly in front of you. All you have to do is choose who you will save. Hä? Okay. Also. Läuft die jetzt schon, oder was? Okay, this is gonna be okay. Okay. Wen wir retten sollen, das heißt... Ja. Ich möchte jetzt den Hebel wahrscheinlich umlegen. Okay. Ich bin... Also Josh... Wir vermuten ja, dass Josh eigentlich ein Bösewicht ist. Also zumindest haben wir da schon mal drüber gesprochen. Ja, vor allem wegen Josh sind wir noch da. Ja. Und Josh... Also Josh hat uns doch alle eingeladen. Und Josh ist auch mit einer der prominentesten Mitspieler da bei dem ganzen Ding. Von Schauspielern, die... Von Schauspielern. Aber... Aber das würde ja bedeuten, wenn er wirklich böse ist. Und also deine Theorie ist quasi, wenn wir ihn nicht retten, sondern Ashley, überlebt er, weil die Maschine kaputt geht oder ja, also oder ich... Aber dann würde er sich schon... wir sind in Kapitel 4 von 10. Dann würde er sich schon sehr früh outen als Bösewicht. Ja, aber es wäre auch echt sehr früh, so einen prominenten Namen daraus zu killen. Das stimmt auch wieder. Aber ich würde lieber Josh retten, weil Ashley sagt mir nichts. Die hat bisher so unglaublich ja, wenig... Ja, und jetzt mal... Und er hat's auch nicht geschissen bekommen bisher, mit ihr anzubandeln. Nee, also, und Josh kennt er seit Schulzeiten. Er würde jetzt Josh retten, oder? Ja. Rose for Hose. Also. Entschuldigung. Ich musste... Es war auch keine Zeitentscheidung, glaube ich, gerade, weil wir haben... Okay. Wie, jetzt muss ich noch mal den Hebel, oder? Ja, und jetzt, ey. Oh, das Ding... Das Ding bewegt sich doch. Ja, aber ich muss jetzt irgendwo hin. Ja, ist doch nach... Ich will... Dahin soll es gehen, zu ihr. Ich habe jetzt nach links gedrückt, soll jetzt zu ihr fahren. Nein! Ich hab... Oder war jetzt es doch so... Tut mir leid. Der ist schon mal nicht böse. Aber weißt du, was jetzt... Ich bin immer noch... Und die würden uns jetzt die Hölle heiß machen, weil wir gesagt haben, wir lassen sie sterben. Aber... schön die Eingeweide auf dieser Klinge noch wackeln, ne? Ja, zuckelt, ey. Ich habe aber nochmal fürs Protokoll. Ich habe gerade nach links gedrückt, weil ich dachte, nach links soll das Ding fahren. Ja. Und vermutlich war es aber nach links, wen ich retten soll. Vielleicht.
Aber ist dann jetzt natürlich echt eine... Boah, das war jetzt aber eine harte Entscheidung. Josh, what, dude? You said... Wait, what? In front of us, man. What are you talking about? Maniac. Maniac. Oh my God, we gotta get out of here. I don't understand what happened. There's a maniac, and he was... There was a saw, and it was either him or Ash, and I don't know what to do. Come right through him, man. Spill it out fucking everywhere. What? Oh my God, Chris, what? And I killed him. Whoa, Chris. I killed him. It was my fault, man. No, no, this is insane. We need to go get some help. Cut right in half. We're gonna figure this out. I don't know, I don't know. Matt, we need to go get help now. I don't know. Em, we should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Fine. Fine, you're right. Get everyone else. Die badet ja noch. If there's a maniac running around, I think we Stimmt. Need to get some help too, Die hat nicht right? viel mitbekommen. Not just wait around. But what about? Why are we still talking about this? Let's go. Also, Chris ist nee, Mike ist jetzt noch er ist in der Mine, ne? Nochmal fürs Protokoll. Nee, Mike ist jetzt in der anderen Hütte. Oder der ist da auch in der Hütte gerannt. Genau. Ach, der hat gesehen, wie der eine zu diesem neuen Gebäude, wo keiner Okay. Oh. No. Hello again. Things are getting pretty tense up there, aren't they? Is it not going the way you hoped it would? Nein. Nee, hey, ich kommt wollte... drauf an, wer es ist. Wenn es der Psychokiller ist, läuft es für ihn ja gut. And you think that these poor people are getting what they deserve? Ja, es ist ganz klar der Böse, also... Was wollen sie? Ja. Oder wer sind sie? Was ist die wichtigere Frage, wenn du nur eine zu stellen hast? Wer sind sie? I'm trying to help you. And this game you're playing... You understand that it's not good for you. It's not good for anyone. And I can't say that you're showing much loyalty in the way you're playing. Loyalität wegen. Stimmt, wir hatten gesagt, dass wir sehr loyal sind. Weißt du, wir hatten auch so einen Psychotest gemacht. Ja, ja. Also, es ist schon interessant, wie viele Wege die hier wohl auslegen. Ne? Aber ist das jetzt schon wieder das Ende eines Kapitels? Sind wir schon wieder am Ende? Oh! Do you intend to continue with this elaborate self-indulgence? Nee, wir haben die ganze Zeit gesagt, wir haben Angst. Ja. Do you even believe that I am real? Nö. Nee, ne? Das ist langsam zu bizarr. Ah. The heart of the problem, it all comes down to this. Can you really tell the difference anymore? I doubt it. Also die Tapete hat sich hinten schon ganz verabschiedet. Mhm. Oh, oh, oh. Okay, wir haben jetzt also quasi ein... Ich mach mal direkt Pause. Wir haben jetzt gerade ein Kapitel durch wieder. Ja. Jetzt müsste uns die Regie mal kurz sagen, ob es sich noch lohnt, ein neues Kapitel anzufangen. Oder ob wir das auf morgen verschieben müssen. Oh, dann lohnt es sich aber auf jeden Fall rein. Dann, ja, 20 Minuten. Machen wir direkt weiter. Hat ja keinen Sinn, wir wollen ja nicht 20 Minuten spekulieren. Genau. Also, weiter geht's. Mit Kapitel 5. Aber ich bin immer noch nicht sicher mit der Säge. Also, nee, also... Also, ich versteh's nicht. Aber es ist auch wurscht. Josh scheint tot zu sein oder ist tot, muss man ja sagen, nach allem, was wir gesehen haben. Auch wenn ich da immer noch nicht... Ich will doch nicht zurück in die Hütte gehen. Wir wollten ihn retten. Wirklich? Wir wollten ihn retten. Ich meine, Ashley. Ashley kennt doch auch keine. Kein Mensch interessiert sich für Ashley. Ja. Die hat nicht eindeutige sexuelle Avancen gemacht. Auf der anderen Seite, vielleicht war aber auch wirklich hier Herr Malek, so heißt der Schauspieler, vielleicht war er ja wirklich dann echt beschäftigt und keine Ahnung. Vielleicht muss der wegen Mr. Robot. Du meinst, sie haben das kürzer treten. Umgeschrieben, das Drehbuch, weil er terminliche Probleme hatte. Ich frage mich, wie du in der Situation, du hast gesagt, man kann alle retten. Wurde mir gesagt. Also irgendjemand sagt, man kann es perfekt durchspielen, mit allen retten. Es hat sogar der, ist es auch wurscht, wer es gesagt hat, aber ich glaube es erstmal. Ist aber auch total egal, denn das ist ja auch der Reiz, man muss sich ja beim ersten Mal spielen für irgendwas entscheiden. Ja. Und so
wie es aussieht, scheint es wirklich diverse Variationen zu geben, die einem ein mehrfaches Durchspielen attraktiv machen. Das finde ich cool. Also, aber wenn du auf Recht stellst und du sagst halt, ich meine, das weiß die Maschine doch nicht. Die Maschine ist, sagt doch einfach nur, die kennt doch nur links, rechts. Und wenn ich jetzt auf rechts gestellt hätte, wäre für mich logisch, dass die Säge halt zum Rechten, also zu ihm geht. Da hätte ich jetzt gedacht auch. Genau. Ja, und wenn du auf links stellst, dann geht es halt nach links. Ja. Also, weil es sind ja zwei Entscheidungen. Einmal musste ich die Entscheidung treffen, wen ich retten will, ohne dass ich irgendwas danach gemacht habe. Und dann musste ich die Maschinen, also die faktische Weichenstellung machen. Und ich habe jetzt auch gedacht, also ich habe jetzt auf sie gestellt, weil ich dachte, da soll es hingehen, nachdem ich vorher ja gesagt habe, genau. Josh soll gerettet genau, werden. Genau, genau, genau. Keine Ahnung. Weil das war jetzt so eine plumpe Säge. Egal, wir werden, wir können lange drüber spekulieren. Ja, es ist schade, es ist schade. Vielleicht sehen wir die Gräueltat jetzt ja beim Recap nochmal in aller Frische. Und vielleicht fällt uns irgendwas auf. That could be a lot of things, none of them nice. Quit it. Here's our one-way ticket to the spirit realm. I've just been through enough spooking for one night, okay? I see a hot bath in my crystal ball. Ich jetzt auch, ehrlich gesagt, im nächsten Kapitel. Oh ja. Jessica! Oh my God! Oh my God! Shit! There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? Ich liebe es. Sanatorium ist einfach einer der besten Schauplätze. Ach, guck mal hier, es geht direkt mit Mike weiter. Mit der Laterne erinnert mich an Sanatorium. Evil Within. Sanatorium. Genau. That's not good. That's really not good. Das ist der Hund. Das ist ein Hund. Wolf. Der Kuschelwolf. Damn it. Ich überlege die ganze Zeit, wie die Wölfe aus Game of Thrones genannt wurden. Ich komme jetzt. Mir fällt es direkt nicht ein. Schattenwolf. Direwolves, genau. Direwolves. Auf das Wort wollte ich hinaus. Okay. Schattenwölfe. Das ist echt wie Evil Within, Sanatorium, Typ mit der Handlaterne. Nur Evil Within war dieses fette Gesplättere, ne? Und genau, psychedelische. Das, okay, das kann auch wieder laufen. Hier liegt. Totem, gib mir ein Totem. 100% liegen hier noch irgendwo Totems rum. Okay, hier ist aber nur der. Ist auch wieder Sinn. Ja, ist der jetzt wirklich halbiert? Da haben sie ich bin auch nicht sicher. Vielleicht war das einfach nur, du glaubst, du hast gesehen. Ja, vielleicht, stirbt, ne? Ja, genau. Vielleicht ist es ja auch so, dass er ab der Gürtellinie quasi eine Prothese hatte und er steckt so in der Wand drin. Ja, genau das war auch mein Gedanke. Und dann unten drunter war, aber die Gedärme, das sah alles schon ziemlich. Das sah sehr gut aus, ja. Aber andererseits natürlich. Aber warum solltest du so einen Aufwand für so einen Mummenschanz da irgendwie betreiben? Beziehungsweise. Weil das finde ich nett von dir, dass du versuchst, mich moralisch wieder aufzubauen. Weil ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie was Falsches gedrückt. Und deswegen musste Josh sterben. Oh, Ashley will uns hassen. Die wird bestimmt später noch um die Ecke kommen und sagen, damals bei Josh, da wolltest du mich auch verrecken lassen. Das willst du mir ein Leben lang nachhalten jetzt, ne? Vorhalten. Ich bin dir doch eh nichts wert. Du lebst doch noch. Mein Gott, Josh ist tot. Was kann ich mehr tun? Mhm. Aber du wolltest. Ja, darum geht's doch nicht. Lieber mit deinen blöden Schulkameraden spielen. Was? Oh. Jawohl, endlich wieder ein Totem. Ich liebe die Totems. Dreh. Das ist Matt gewesen, oder? Mit der College. Ja, Matt vor einer Tür, die aussah wie die Tür, wo wir eben mit Chris waren. Und da drin hat irgendwas am Gitter gerüttelt. Das sah so ein bisschen so aus. Ist der auch der Böse? Egal, nicht spekulieren. Wir gucken. Oh, da hinten ist was geschlossen. Oh, was? Ganz am Ende. Sometime after the prospectors came to mine this mountain, until a cave-in trap and driven mad murderers. Wounds and many hunts. Jetzt. A year ago, I was finally able to get him in my sights. To get him in my sight. Ja. To get him.
in my sights. Him oder M? To get him in my sights, könnte ja wieder beides, ne? Ja. Ja, like it, aber ich weiß es nicht, schwierig. Aber es gefällt mir. Das ist wenn Mike überleben sollte, würde er mit Sicherheit später danach irgendwann an einer Lungenentzündung elendig verrecken. Aber nur weil ich auch sehr lange mit ihm draußen bin. Weil ich natürlich sicher gehen will, hier liegt nichts mehr, hier blinkt nichts, nein. Vor uns sind wir gekommen und der mir heißt. Also wir haben jetzt knapp die Hälfte, ne? Ja, ich glaube 10 Kapitel sind's. Das letzte kam mir ein bisschen kürzer vor, oder wir. Ja, das war wirklich sehr kurz. Da ist noch was an der Wand. An der Wand. Ja, ich wollte doch. Hab ich doch gesehen. Ach. Nö. Ach. Nee, zwischen die Säulen kannst du nicht durch. Okay, guck mal, da geht noch eine Treppe runter. Ja. Oh, damn. Sehr gut. Ich dachte, wir spielen Until Dawn. Ich liebe es. Auch noch in den 50ern. Ich sag nur so Lobotomy und solche Geschichten. Na, wo noch? Ja. Hier ist es bestimmt zu den Hunden. Ich muss trotzdem hin. Oh. Guck mal, da ist doch bestimmt. Das Ding kann doch bestimmt schieben, ja, ich muss. Das Problem ist nur, falls wir da jetzt reinkommen. Okay, ich muss aber erstmal bei der Haupttür rütteln. Noch nicht reingehen. Bleib draußen, bleib ja draußen. Oh. Zu spät. Mit unserer filmischen und spielerischen Erfahrung können wir davon ausgehen, dass die Haupttür zu war. There must be a key somewhere under the doormat. Sieht ein bisschen aus wie bei Freddys alter Bude. Ja. Beziehungsweise, wenn man ja die Entstehungsgeschichte glauben kann, war seine Mutter ja eine Nonne. Angestellt bei einer Nervenheilanstalt. Und eines Tages mit einem riesengroßen Haufen an Irren vergessen. In einem Raum. Und sie wurde. Oh, guck mal da oben. Vergewaltigt und daraus entstand Freddy. Genau, und sie wurde von gleich mehreren Leuten vergewaltigt und da. Sehr gut. Das Ergebnis dieser stürmischen Liebesnacht war Freddy Krüger. Amanda Krüger. Eine gute Theorie auf jeden Fall. Und da ist auch noch ein Totem oder irgendwie sowas. Ach, da. Und da ist noch. Da liegt so dumm. Das Fass. Kein Mensch würde das Feuer aufs Fass legen, um es dann zu verrutschen. Na, wir kommen gleich da hoch, noch einmal gucken, ob hier noch was ist. Natürlich ist noch was. Bitte lass es ein Totem sein. Yeah, yes! Eine Eule! Eule? Eule? Oh! Ich habe gerade an irreversibel denken müssen. Bei diesem herrlichen Prop. Guck mal. Das sieht ein bisschen aus wie die Fratze, die da eben auf diese. Ja. Im Wald oder aus dieser Stange hochkommt. Ja. Oder aber wer schlägt dazu? Das kann man nicht wirklich sehen, ne? Nee. Okay, haben wir auch häufig genug gesehen. Aber ich muss nochmal abspielen. Wo ist es dazu gekommen, der Fetzen? Hier, ne? Ja. Oder da gab es vorher keinen. Sometime after the prospectors came to mine this mountain. Bin's da nicht sicher. Jetzt kommt dieses. Der nächste, ne? Ja, der nächste. Ich glaube auch. Ja. Ja, okay. Noch weiteres Blätter-Obduktionsbilder. Oh Gott, das haben wir alles gesehen. Herrlich. Das fand ich eine Zeit lang. Also, ich meine, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen mittlerweile auch echt ausgelutscht. Also, zumindest jeder Backwood-Slasher oder degenerierten Slasher ab Wrong Turn. Nee, ab der Neuverfilmung von Texas Chainsaw Massacre, sage ich jetzt mal. Eigentlich ab 7. Ja, ab 7, da ging das los mit diesen Montagen, wo dann irgendwelche Zeitungsausschnitte mit so in so, ja, von so Aufnahmen mit 1000 Brandlöchern und so Grindhouse-Filter drüber und so. Und dann immer irgendwelche alten Fotos und Sanatoriumsbilder und was weiß ich. Ja, das ist auch ein bisschen überreizt, sage ich mal, dieses Stilelement oder dieses Erzählelement.
Ja, ich glaube, das ist wieder der Punkt, dass man es, ob man es gut oder schlecht macht. Ne? Also, das, ich weiß genau, was du meinst. Das ist irgendwie so ein bisschen diese Backstory-Wound, die da irgendwie noch anhand von solchen Vorgeschichten so montiert erzählt wird. Aber beim Spiel finde ich es immer noch frisch. Deswegen, für mich, bei Spielen gelten da meistens andere ausgelutscht Standards, sag ja, ich jetzt okay. mal. Also für mich so empfunden einfach. Das ist so wie im Gears of War, da kann ich mir diese Stereotypen 80er-Jahre-Action-Bodybuilder noch geben. Im Film würde man einfach nur drüber lachen. Obwohl, ich lache auch bei Gears of War. Ja, klar. Warum geht der jetzt gleich? Okay. Wolfmann. Der sieht nicht das Licht, was da durch den Schlitz scheint, oder was? Ich glaube, der achtet halt nicht drauf. Ist ja nicht Stockduster da, ne? Ja, genau. Mach die Tür auf. Das wird. Ich wollte es gerade sagen. Also, das ist doch. Dumm. Das ist dumm. Echt dumm. Ich drück trotzdem nochmal. Bestätigen. Was ist denn das für ein Sanatorium, dass man für die Kapelle einen Sicherheitspass braucht? Irgendwas ganz. Es sollte niemals raus. Sowas ist das. Naja, vielleicht wollten die nicht, dass irgendwelche Irren. Ah, da oben. Dass irgendwelche Irren. Weiß ich nicht. Auf die Sitzbänke urinieren oder. Keine Ahnung. Ich hoffe, es gibt eine spektakulärere Erklärung. Das Haus des Herrn sollte halt nicht entweiht werden. Ich möchte lieber, dass da irgendwie zu satanischen Messen Leute irgendwie sowas. Ich will was. Okay. Das ist die Admin. Jeder nur eine Ziege. Ja, gesunder Geist und gesunden Körper, ne? Müsste das, glaube ich, heißen. Ja. Mensch ist doch Verstand, der Geist. Und da oben ist irgendwie eine LAN-Party. Ja, die Frage ist offen. Muss einmal, wir müssen jetzt ja alles hier mitnehmen. Ne? Waren wir da nicht schon? Da sind wir hergekommen. Wir sind automatisch durchgelaufen. Hinweis. Lesen. Okay. That's weird. I just forced them all out. Okay, böse Geheimnisse im Psychiatrietrakt. Ja. Dreh mal um. Konnte ich nicht. Ich kann es nochmal gucken, aber ich meine nicht. Ich habe automatisch gelesen. Doch. Oh, du hast recht. Okay. Das ist schön. Hier möchte ich nicht allein und ohne Waffe unterwegs sein. Das ist bestimmt die Eingangstür. Vielleicht ist es wichtig, dass wir das von innen geöffnet haben. Für andere, weißt du? Nein, du weißt es ja nicht. Ja. Ist aber plötzlich viel dunkler geworden. Und da... Okay. Wir wollen aber nicht freiwillig hier draußen bleiben, oder? Wir gehen wieder rein. Ich glaube, wir sollen auch drin bleiben. Ja. Aber vielleicht ist es wirklich wichtig, dass wir die Tür von innen aufgemacht haben. Wer weiß. Nachher kommt eine Sequenz, wo die Wölfe draußen unsere Freunde hetzen. Und die können sich dann in Sicherheit bringen. Wir wollten jetzt mal zum Admin gehen. Mhm, müssen wir auch, weil hier kommen wir nirgendwo mehr her. Ja. Wir sollen ein paar Leute aus dem Forum schmeißen. Okay. Und den FDP-Server für die Pornos freigeben. Das ist eindeutig zu viel für unsere beschränkten Zugriffsrechte. Lass mal hier rein. Schnell alles absuchen. Jawohl. Oh. Someone really wanted to take a peek inside. Genau. Ah, sehr gut. Wie möchte ich bitte Tagebuchseiten noch finden? Dr. Lieberman ist wirklich ein feiner Mensch. Ich weiß nicht, was alle im Dorf gegen ihn haben. Zwei Tage später, weißt du, die... Stechuhrkarten.
30 Stechuhr. Oh. Ah, okay. Ja, aber haben wir das mit dem Minenunglück alles so richtig schon... Nee, gar nicht. Das wird sich wahrscheinlich jetzt alles mit Purple zusammensetzen, schätze ich mal. Aber dann haben wir 30 potenzielle Irre. Leute, die sich rächen wollen, genau. Vielleicht haben die ja so einen geheimen Clan gegründet oder so eine Sekte oder irgend sowas. Vielleicht haben die ihren eigenen Wickerman, den Schachtman oder den Loremann oder keine Ahnung. Oh, Bilder. Foto kam ab, wunderbar. Aber sehr neu, hä? Nee. Aber vielleicht ist das Ben. Na toll. Schade, ich hätte echt gehofft, wir können darauf schöne Bilder jetzt. Konnten wir aber nicht. Direkt in die Morgue oder erstmal gucken, was hier ist? Nee, gucken wir erstmal, was da ist. Leichenschauhaus brauchen wir jetzt noch nicht gleich. Da links? Was müssen wir? Auch jetzt schon, echt? Ja, wir gucken einmal noch diesen Raum an und dann wir gucken noch mal vor der Morgue machen wir dann Pause. Genau. Ach, ui. Ich glaube, du hast zu weit geredet. Ja, hast du, ne? Ja. Okay. 100% wenn die Kannibalismus, irgendwas und darüber sind sie wahnsinnig geworden. Wenn die so lange eingesperrt waren. Okay, es wird angenommen, dass der. Oh. Ah, okay. Alles also klar. Sollten wir eigentlich die Kamera mitnehmen. In jedem guten Adventure-Spiel. Ja, können wir aber hier nicht. Ja, schade. Weil sie in diesem Fall nur. Aber es ist auch, wäre auch naiv, von wer auch immer die Kasse konfisziert hat, den Film drin zu lassen. Ne? Also. Das ist eindeutig deren Kamera nicht aus dem digitalen Zeitalter. Soll bedeuten, wir gehen jetzt hier zum Gang, zur Morgue. Genau. Und genau hier. Ich drehe mich nochmal cool in die Kamera, zur Kamera so ein bisschen. So. Und kratzt mir am Wanst. Kratzt mir am Bäuchlein. Auch im wahren Leben. Wir drücken jetzt Pause und machen dann da weiter. Ja, mit dieser Close-Aufnahme auf Mike beenden wir die heutige Session. Und ich muss jetzt, glaube ich, los. Du kannst nicht dabei sein. Bei der nächsten, glaube ich, bin ich nicht dabei. Vielleicht komme ich aber danach nochmal wieder. Und das wäre schön. Schließe mich an. Ich hoffe, ich habe nicht da nicht zu viel verpasst. Ich muss aber weitermachen. Ja, du verstehst, du hast auch nicht Verständnis dafür. Ich werde dir dann in allem, was bisher geschah, natürlich umfängliche Aufklärung angedeihen lassen. Vollkommen cool. Sehr gut. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Until dawn. Until then.